unser Land. Helge und Helmut liegen land und haben Kirchen schon verbrannt. Ach Helge, das waren noch Zeiten. Hier im Fotoalbum, die Fotos. Wir beide noch. Metal pur, früher, auf Bühne. Come on! Ja, Helmut, da war eine supergeile Zick da. Ich früher voll in das Mike gegrölt und du fett an der Kiste, Alter. Yo. Das war damals richtig fette Sahne, sag ich dir. Jo, aber das war pfefferminzestens so 10 Jahre her auch. Da waren wir noch jung, wa? Jo, Alter, da haben wir noch richtig gelacht. Da haben wir ja schon mal Spesseke gemacht. Mann. Ja, das Einzige, was uns heute geblieben ist, sind deine doofen alten Fotos, unsere coolen Shirts und die Pulle Schnaps hier da. Verdorr ich nochmal. Den Rest hat doch der Vater damals verbrannt. Jo, jo, unser Vater. Ja, was machst du denn jetzt schon wieder in der Buchse? Unser Kleiner. Hörst du das nicht? Er ruft einer Helmut. Helge. Ja, Alter, jetzt höre ich das auch. Aber der ruft da Helge. Ist doch egal, was der ruft. Aber das ist doch ganz schön unheimlich, oder? Also, ich hab Angst. Ich mach mir gerade eine Hose. Aber was machen wir jetzt? Ich glaub, wir machen zweimal. Du weißt, was das heißt. Abhauen! Was ja. Oh, ganz ruhig bleiben. Helge, du musst jetzt ganz ruhig bleiben. Du bleibst mal ganz ruhig jetzt. Mann, ich bin ruhig. Sogar verflucht ruhig. Ich überlege sogar. Ja, ja, ganz ruhig. Helge. Oh, das ist eine ganz böse Angelegenheit. Wir brauchen jetzt was Gutes. Der Gottlieb? Der Gottlieb. Zum Glück wohnt er nicht weit. Guck mal. Ist doch viel netter als früher in der Kirche. Und eins noch, erwähn hat bloß nicht. Wir haben schließlich die Kirche abgefackelt. Zum Glück ist er danach direkt auf den Kopf gefallen. Hey Gottlieb, alten Pferdewemser, alles fit? Fit? Wenn ich euch sehe, ist gar nichts fit. Was stört ihr zu so unchristlicher Zeit, ihr Satansbraten? Ja, Alter, bei uns spukt es in der Hütte und wir brauchen ein bisschen göttlichen Beistand. In der Hütte? Bei euch spukt's im Kopf, ohne mich, das endet im Chaos. Ne. Oh ne, Alter, komm, lass ihn die Lumpen da. Du willst ja mal die ganze Welt gut machen. Jetzt haben wir was Böses in der Hütte, jetzt kannst du mal zeigen. Nur weil du das schwarze Schaf der Familie bist, heißt das nicht, dass du deine Brüder nicht helfen musst. Da, wo kommen wir denn da hin? Da machen wir total Spulett. Spulett, ey, höllisch göttlich. Ja, du rockst wieder das Sprüchehaus hier, Spulett. Bestell mir mal eine Spulette. Und Gottlieb, wie sieht's aus? Bist du dabei? Komm. Ihr macht mich fertig. Bin dabei. Oh Mann, da fällt mir ja Stein vom Herzen. Das ist eine richtig gute Sache von dir. Wir laden dich auch nachher richtig cool in die Kneipe ein. Jo, lass abhauen. So, jetzt hast du es selber gehört. Das ist eindeutig. Irgendwas stimmt doch nicht. Du... Und nee, du, nicht. Ihr beiden geht da rein, sonst werde ich noch wahnsinnig. Bei Gott, du gehst da jetzt rein. Mann, ich trau mich nicht, ich hab Angst. Angst? Jetzt hat er doch gleich gesagt, da ist ja was völlig anderes. Da gehen wir halt alle zusammen rein. Vor Schal. So, und wo kommen die Stimmen eigentlich her? Habt ihr das schon mal gehört? Nö. Wie ich euch gönn, seid ihr bestimmt wie immer sofort abgehauen. Kommt eindeutig aus dem Keller. Hätten wir uns ja denken können, wa? Aber hätte mal aufräumen sollen vorher, wa? Dann lass mal Hunger, Alter. Wer hat denn da Licht ausgemacht? Wo sind wir überhaupt? Wart ihr hier schon mal? Was ist überhaupt los hier? Und wo müssen wir auch lang? Beruhig dich, Bruderherz. Aber kommt mir auch so vor, als wenn ich nicht das erste Mal hier wäre. Einfach mir nach. Wo soll das nur hinführen? Oh nein! Hätte ich mir erdenken können. Da ist wahr. Die schicken uns in die Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Und das ist so schweinewarm. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir das hier früher ausgehalten haben. Ich komme mir vor wie Satans Braten.
Weißt du, was wir früher hier immer gemacht haben, ne? Hölle bedeutet nur eins für mich. Hölle! Jetzt reißt euch mal zusammen. Ah! Au! Heiliger Bimban. Du, Helmut, hast absolut keinen Respekt. Und du, Helge, hast absolut gar keine Ahnung. So steht's sogar in meinem Buch. Aha, dein Buch. Was, da Buch gibt's noch? Da ist nicht mitverbrannt? Helmut, du bist sowieso nie so hart, wie du aussiehst. Und du, Helge, machst dir immer vor Angst in die Hose. So steht's geschrieben. Die Stimme schon wieder. Ja, kommt direkt von da vorne. Seid ihr endlich? Die ganze Familie versammelt. Wisst ihr denn nicht, was für ein Tag heute ist? Eure Mutter hat Geburtstag. Der alte Drache. Oh, Vater, dass ich dann nur erleben darf. Ich gehe in die Knie. Oh Mann. Ich bin auch total gerührt. Vater unser, der du bist in der Hölle. Verflucht sei dein Name, Böse. Alle 666 Jahre müssen wir einmal hoch zum Grab ein Gebet sprechen. Sonst wird sie verflucht. Und dann habe ich sie hier unten gemalt. Und dann muss ich wieder nach ihrer Pfeife tanzen. Oder sie auf deiner. Ja, ihr habt gehört, was zu tun ist, oder? Wir müssen zum Friedhof, am Stadtrand, zum Grab unserer Mutter, ein Gebet sprechen. Ein heiliges. Heiliger Bimbam, ihr zwei, ein heiliges Gebet sprechen? Da dreht sich die Mutter im Grabe um. Als ihr letztes Mal gebetet habt, ist meine ganze Kirche abgebrannt. Seitdem lebe ich doch im Wohnwagen. Ja, da haben wir aber nicht für unsere Mutter gebetet, sondern für unseren Vater. Ich hau mich in die Ecke. Super lustig. Ich komm mal lieber mit und sprech das Gebet, sonst brennt ihr noch den ganzen Friedhof nieder. Oh Gottlieb, ich schon hat ja gewusst. Du bist ein Jote, Junge da. Ja, Freunde, ich muss jetzt auch zu Fuß gehen. Tschau. Aua. Wo bin ich? Wo sind die anderen denn? Ich muss die Jungs mal suchen gehen. Ah, da ist der Helmut. Steh mal auf da. Ah, noch 5 Minuten. Ah, okay, war nur Spaß. Ah, auch nicht mehr der Jüngste, tut alles weh. Ah, wo bin ich hier? Ich frag nicht, wo du bist, frag, wo der Gottlieb ist. Den brauchen wir. Der Gottlieb ist der Einzige, der ein ordentliches Gebet sprechen kann. Oder willst du das machen? Du. Ich hab schon seit Jahren nicht mehr gebetet, hab ihn mir total abgewöhnt. Und, wie sieht's mit dir aus? Willst du? Ich? Bist du Jack? Wir müssen jetzt den Gottlieb finden. Das ist unsere einzige Rettung. Sonst kriegen wir vom Alten Ärger. Du mal Rest. Lass mal, lass ihn suchen. Gottlieb. Wo ist der? Gottlieb. 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 Ah, da bist du ja. Da seid ihr ja. Bin schon wieder auf den Kopf gelandet. Was ist hier überhaupt los? Hör mir auf, ey. Hau mich weg. Mann, lach doch mal den Gottlieb nie aus. Der hat doch schließlich noch die ernste Aufgabe heute. Teilige Gebet. Jo, ist klar. So, jetzt kämmen wir uns alle nochmal schön die Haare und machen uns auf den Weg zum Friedhof. Helmut, du fährst. Ah, da hätten wir auch gerne gewohnt, ne? Aber die lassen uns ja nicht. Es ist schon dunkel. Und, ey, ich glaube, wir sind da. Oh Gott, wie konnte ich mich da nur drauf einlassen? Jetzt mal sicher, was hab ich nur immer für eine Angst? Komisch, irgendwas beobachtet mich doch. Urbi et Orbi, nein, Helmut und Herr, o Schreck. Ah, Gottlieb. Wir haben uns am Grab versammelt, wo unsere Mutter grad vergammelt. Ist das nicht rührend? Wunderschön, Gottlieb. Wunderbar. Och, herzzerreißend, Gottlieb, wunderbar. Wir stehen hier oben am Mutters Grab,
damit unten der Vater seine Ruhe hat. Ich erbete von oben den heiligen Regen. Er wäscht sie rein und gibt ihr Segen. Amen. Ach Gottlieb, herrlich. Ich muss weinen, tut mir leid. Manchmal ist man halt nicht so hart, wie man so aussieht. Echt, ich bin gerührt, Gottlieb, herrlich. Du bist mir vielleicht ein Weichei. Jetzt aber schnell abhauen. Wow, Gottlieb, da hätte ich ja nicht gedacht, dass du Regen machen kannst, ey. Echt, Respekt. Wir sind aber da. Jetzt brauche ich erstmal einen göttlichen Drink. Wir hören. Metal saufen. Das ist was für Leben. Ja. Prost. Und selbst. Wo hat er mich hier hingeschleppt? Das ist mir alles viel zu böse hier. Mir reicht's. Ah! Au! Ich geh nach Hause. Backendach. Voll die Hölle, Alter. Ja, und wie lassen wir den Supertag ausklingen, wenn man den ganzen Tag mit der Familie unterwegs war? Ich hab da so eine Idee. Kumpel Bang! Metal! Metal!